Ja, hallo, willkommen zurück zu einem neuen KiCad Tutorial 5.1.0. Es gibt eine neue Version, zumindest für Windows. Halt, bevor ihr jetzt alle wild anfangt zu updaten. Schaut euch bitte zuerst das Video an, überlegt dann, ob ihr diese Funktion benötigt und entscheidet dann, ob ihr updatet. Bevor ihr updatet, macht ihr bitte im Windows einen Wiederherstellungspunkt. Schaut euch das in Google an, wie man das macht, dass ihr notfalls zurückkennt. Alternative ist, ihr macht einen Komplett-Backup vom Betriebssystem mit der Installation KiCad Alt und ihr sichert bitte euren KiCad-Ordner. Ja, weil alle Leute wollen Restore, niemand will Backup. Und weg ist weg und kommt nicht wieder. So. Die neue Version 5.1.0 gibt es derzeit nur für Windows und nicht für Linux. Ich gehe davon aus, dass das in der nächsten Zeit dann nachgezogen wird. Was ist anders in dieser Version? Diese Version hat ein Autoplatzieren. Autoplatzieren von Footprints. Also kein Autorouten, sondern diese Bauelemente kann ich jetzt hier automatisch auf der Platine platzieren lassen, um hier möglichst kurze Luftlinien zu erhalten. Wie komme ich dahin? Und zwar haben wir hier im Menü Einfügen einen neuen Punkt, und zwar Auto platzieren. Ja, und dieser Auto platzieren Punkt hat jetzt hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Auto platzieren von Offboard-Bauteilen, das sind diese, die sich jetzt hier außerhalb des Edge Cuts befinden, oder Autoplatzieren von gewählten Bauteilen. Das heißt, diese muss ich vorher mit einem Fenster markieren, zum Beispiel diese drei hier, und kann sie dann autoplatzieren lassen. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe ganz einfach mal ein paar Widerstände genommen, habe hier so ein Widerstandsnetzwerk schnell gezeichnet mit einem Connector und habe das als Footprints hier in die Platine eingefügt und einen Edge Cut drum gemacht. So, ihr könnt, und das solltet ihr dann wirklich tun, zum Beispiel Bauelemente, die fest platziert werden und die nicht verschoben werden dürfen, weil sie an einer festen Position sitzen müssen, zum Beispiel weil es halt nicht anders geht oder weil an dieser Seite der Eingang vom Gehäuse ist, etc. pp., die also an gewissen Stellen sitzen müssen, könnt ihr hier mit Rechtsklick auf Sperren sperren, dann werden die nicht mit automatisch platziert, die bleiben an dieser Stelle. So, jetzt werde ich euch die erste Funktion zeigen. Ich mache jetzt hier mal mit der Taste M, ja, na, nicht die Bezeichnung, so. Mit der Taste M verschiebe ich jetzt hier mal einige Widerstände irgendwohin. So. Und möchte euch zuerst zeigen, das Offboard platzieren. Also einfügen, Autoplatzierung, Offboard-Bauteile anklicken und die werden jetzt hier platziert. Ziel dabei ist es hier, diese Luftlinienverbindungen möglichst kurz zu machen. Jetzt die andere Variante. Ich markiere das hier. Ich kann auch ruhig mal hier diese vier Bau. Moment, ich markiere mal alles, damit ihr auch seht, dass dieses gesperrte Bauteil schon gar nicht mit markiert wird. Jetzt sind alle Widerstände markiert. Ich gehe hier auf Einfügen und sage Auto platzieren von gewählten Bauteilen. Er rödelt jetzt nochmal ein bisschen rum und ihr seht, dass jetzt hier nochmal optimiert wurde. Ihr seht aber auch, dass zum Beispiel diese beiden Bauelemente jetzt trotz dessen hier drüben sitzen. Er setzt sie nicht hier ran. Man könnte sie ja jetzt theoretisch noch hier mit rüber schieben. Es bleibt also auch bei dieser Form des Autoplatzierens noch ein bisschen Nacharbeit. Dennoch seht ihr schon, dass er hier, ich scroll mal hier ein bisschen rein, relativ kurze Leiterbahnen haben werdet, wenn dann dieses Bauteil geroutet wird. Ja, und das kann man entweder mit dem Autorouter machen oder von Hand. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich werde dann auch für die zukünftigen Tutorials langsam aber sicher auf die Version 5.1.0 umstellen. Allerdings warte ich noch, bis die Linux-Variante herauskommt, denn ich habe einen neuen Laptop
und möchte zukünftig euch das auf Linux-Basis zeigen, um auch die Fraktion der Linux-Nutzer ein bisschen zum Zug kommen zu lassen. Danke und viel Spaß beim Autoplatzieren.